Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video unseres Seminars Sprache und Politik, heute zum Thema Textsorten in der politischen Kommunikation. Ich möchte kurz einen Rückblick geben auf die letzte Sitzung, dann werde ich ein bisschen Hintergrund liefern zu Text und Textsorten allgemein und Text und Textsorten in der Politik im Speziellen. Und dann wollen wir uns in einer Beispielanalyse mit einer Gedenkrede von Frank-Walter Steinmeier, die er hier in Dresden gehalten hat, beschäftigen und werden dazu heute die Social Reading App Pair Us All nutzen. In der vergangenen Sitzung haben wir uns mit dem Ideologievokabular als einem zentralen Bestandteil des politischen Wortschatzes beschäftigt, was in jüngeren Forschungen dann auch Schlagwörter genannt wird. Wir hatten diese Klassifikationen kennengelernt, Hochwert-Unwert-Wörter als jeweils positiv und negativ bewertende, aber gruppenübergreifende Schlagwörter und Fahnen- und Stigma-Wörter als jeweils positiv und negativ wertende, aber gruppenspezifische Schlagwörter. Wir hatten die beiden Typen von semantischen Kämpfen kennengelernt. Einmal Bezeichnungskonkurrenz, wo darum gestritten wird, wie man ein Sachverhalt legitimerweise bezeichnen soll. Und die Bedeutungskonkurrenz, wo es darum geht, welche Bedeutung eigentlich ein Schlagwort haben soll, wie zum Beispiel Familie. Ja? Soll Familie vorbehalten sein für Vater, Mutter, Kind? Oder können auch andere Dinge Familie genannt werden? Ja? Ein ganz wichtiger semantischer Kampf, der gerade aktuell auch ausgefochten wird. Wir hatten gesehen, dass es bestimmte korpuslinguistische Ressourcen gibt, die wir nutzen können in der Schlagwortforschung und auch Methoden, zum Beispiel die Keyword-Analyse. Das hatten sie gemacht in ihren Gruppenarbeiten. Keywords sind Ausdrücke, die in einem Untersuchungstext signifikant häufiger vorkommen als in einem Vergleichskorpus. Und wir hatten Grundsatzprogramme einzelner Parteien verglichen, jeweils mit den anderen Grundsatzprogrammen. Und hier mal die Keyword Word Cloud der AfD. Und worauf ich hinweisen möchte, ist hier das Wort ideologisch, was ein klares Stigma-Wort wäre, weil hier andere Themen oder auch dem politischen Gegner nur unterstellte Themen, wie zum Beispiel die politische Korrektheit, hier als ideologisch vergiftet dargestellt werden, was ja ganz klar eine negative Wertung ist. Ja, und das ist ganz typisch für die AfD, dass sie überall den Ideologieverdacht hegt. Ja. Okay, zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung, Texte und Textsorten. Wir können bei Gierndt nachlesen, der Text ist die primäre sprachliche Handlungseinheit, in der sich Sprachverwendung in der Politik bezieht. Selbst wenn wir uns für einzelne Wörter interessieren, finden wir diese Wörter eben doch in Texten, schriftlichen oder mündlichen Texten. Wir hatten das hier am Beispiel von Grundsatzprogrammen gemacht. Genauso können wir uns aber auch mündliche Wahlkampfreden oder Parlamentsdebatten oder so anschauen. Aber Texte ist im Kern das, was wir analysieren, wenn wir sprachliches Handeln in der Politik analysieren. Schröter-Karius schreiben, dass Texte Instrumente zielgerichteter sprachlicher Handlungen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen sind. Es gibt also zum Beispiel institutionelle Anbindungen oder auch sozialhistorische Traditionen, in denen einzelne Texte stehen und die wir berücksichtigen müssen, wenn wir sie beschreiben möchten. Das heißt, dass Texte immer auch Exemplare von Textsorten sind. Eine einzelne Wahlkampfrede ist eben erkennbar als eine Wahlkampfrede und für diese Textsorten gibt es bestimmte Konventionen, bestimmte Routinen, die sich eingeschliffen haben und da gibt es einen pragmatischen Ansatz, der das beschreibt, Textsorte als typische sprachliche Muster, die der Bewältigung wiederkehrender Aufgaben in bestimmten Situationen dienen. Ja, eine solche wiederkehrende Aufgabe wäre zum Beispiel Zustimmungsbereitschaft bei den potenziellen Wählerinnen erzeugen. Und da haben sich eben bestimmte Routinen eingeschliffen, die sich dann in der Textsorte Wahlkampfrede zum Beispiel manifestieren. Dabei bleibt es aber nicht stehen. Texte und auch Textsorten sind Teil von Textnetzen, die sich institutionell bestimmen können. Zum Beispiel ist der parlamentarische Betrieb eben so aufgebaut, dass es doch recht klar geregelt ist, welche Textsorten es eigentlich gibt und wie auch die genauen Kommunikationsabläufe sind. Wir hatten aber auch schon gesehen am Beispiel der Lockdown-Beschlüsse, dass es auch thematisch bestimmte Textnetze gibt,
wo wir gesehen haben, wie dieses Thema Lockdown-Beschlüsse dann durch verschiedene Textsorten gewissermaßen durchgereicht wurde. Ja, erinnern Sie sich daran. Bei politischen Textsorten gibt es noch ein paar Dinge zusätzlich zu beachten. Ganz charakteristisch ist es, dass gerade im Bereich politischer Institutionen, dass sie häufig von kollektiven Emittenten hervorgebracht werden. Nur selten werden politisch relevante Texte tatsächlich von einer Einzelperson verfasst. Häufig sind es Parteien, Regierungen, Ghostwriter-Stäbe, Bürgerinnengruppen, Expertinnengruppen und so weiter, die gemeinsam am Text arbeiten. Dazu werden wir auch in der nächsten Woche uns noch ausführlich, damit werden wir uns nächste Woche ausführlich befassen, wenn wir uns das Wahlprogramm der Grünen hier anschauen werden. Textsorten haben auch dann ganz bestimmte Adressatinnen, die wir auseinanderhalten können, richten die sich an Parteikolleginnen, an politische Gegnerinnen, an die Öffentlichkeit und das. Und weiterhin haben sie ja auch bestimmte Funktionen, die wir unterscheiden können. Ganz häufig appellativ, direktiv, ja, also auffordernd, denken wir an die Videopodcasts der Bundeskanzlerin, ja, aber auch eine kommissive Funktion im Sinne von verpflichtend, auch selbstverpflichtend, regulativ, indem ganz klare Bestimmungen erlassen werden, aber auch integrative Funktionen, dass an die Gemeinschaft appelliert wird. Ja, und wenn wir das jetzt hier mal sehen, wer sind die Emittenten, wer sind die Adressaten und welche Funktionen, dann haben wir hier auch schon sozusagen einen ersten Ansatz für eine ganz wichtige Aufgabe der Politolinguistik, nämlich Textsortentypologien zu erstellen. Wie ordnen wir Textsorten und wie bringen wir Ordnung in diese Mannigfaltigkeit von politischen Textsorten? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ganz grundlegend können wir unterscheiden zwischen deduktiven Ansätzen, die zum Beispiel aus der klassischen Rhetorik herkommt, die drei Grundredegattungen unterscheiden und dann daraus ableiten, wie wir das ordnen können. Ja? Induktive Ansätze würden erstmal nicht so ein starres theoretisches Raster ansetzen, sondern würden zunächst mal schauen, was gibt es draußen in der Welt für Textsorten und wie können wir da Gemeinsamkeiten, Unterschiede erkennen, wie können wir so peu à peu Ordnung reinbringen. Ein halb deduktiver Ansatz wäre der feldtypologische Ansatz. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche die einzelnen politischen Handlungsfelder kennengelernt, zum Beispiel das Handlungsfeld der politischen Werbung. Und können dann überlegen, welche Textsorten sich jeweils diesen Feldern zuordnen lassen. Und ein eher induktiver Ansatz hingegen wäre der von Klein vorgeschlagene textsortenbezogene Ansatz. Hier geht es so vor, dass man eben schaut, was gibt es draußen in der Welt für Textsorten und man hat dann so ein offenes Kapitel, wo man versucht, diese Texte näher zu charakterisieren und zu bestimmen und so dann auch Gruppen zu bilden von Textsorten, die zum Beispiel die gleiche Grundfunktion haben. Na, Emittent, Adressat, Grundfunktion, Geltungsmodus, damit ist sowas gemeint wie, werden hier allgemeingültige und auch nicht anzuzweifelnde Wahrheiten verkündet oder werden hier eher im Modus des Vorläufigen bloße Vermutungen, Diskussionsanregungen angestellt und so weiter. Ja? Wie sind Texte miteinander vernetzt? Gibt es bestimmte lexikalische Auffälligkeiten? Der Personenbezug, ja, Stichwort Personalpronomina, wird im Modus des Wir geredet, im Modus des Ich werden die Adressatinnen direkt angesprochen, mit ihr oder sie oder eher nicht. Solche Dinge kann man hier analysieren. Ja, das können Sie nachlesen, wenn Sie sich dafür interessieren, bei Martin Reisiegel 2011. In der Zotero-Bibliothek ist dieser Artikel verfügbar. Und wir wollen uns jetzt in der Sitzung mit dem Beispiel der Gedenkrede beschäftigen. Da hat Martin Reisiegel seine Doktorarbeit zugeschrieben, die 2007 in Teilen publiziert wurde. Da ging es um nationale Gedenkreden in Österreich und er beschreibt hier die Funktion von Gedenkreden so. Es geht darum, eine konsensuelle, das heißt intersubjektive, überparteiliche Beurteilung von geschichtlichen
politischen Daten, Ereignissen und Persönlichkeiten vorzugeben, gemeinschafts- bzw. nationenbezogene Normen laudativ oder vituperativ, das heißt tadelnd, zu sanktionieren und eine einheitliche kognitive, emotionale und volitive Ausrichtung herbeizureden, welche den Wegweiser für das spätere politische Tun der Angesprochenen abgeben soll. Ja, also man erinnert sich an das, was früher war, um daraus was abzuleiten, was in Zukunft getan werden soll. Ja? Und der textsortenbezogene Ansatz von Klein, der ist von Klein selbst auf die Gedenkrede auch schon angewendet worden. Wir sehen hier, dass zunächst mal die Textart ganz allgemein charakterisiert wird. Das ist ein mündlich vorgetragener Text mittleren bis größeren Umfangs auf der Grundlage eines sorgfältig ausgearbeiteten Manuskripts. Es wird gesprochen von Politikerinnen in Spitzenpositionen und richtet sich an ein Publikum der Gedenkveranstaltung, aber auch an eine weitere Öffentlichkeit. Es hat ein ganz bestimmtes Thema, eine Gedenkrede, nämlich meist mit festen Daten verknüpfte Geschehnisse politischer und ethischer Relevanz in der Vergangenheit. Und interessant ist hier der Zusatz in Deutschland, vor allem im Zusammenhang mit NS-Verbrechen und Zweitem Weltkrieg. Und die Grundfunktion beschreibt er so, es geht darum, dass man sich gemeinsam an Vergangenes erinnert als Mahnung für Gegenwart und Zukunft. Und der Geltungsmodus wird von Klein wie folgt beschrieben. Es geht um ein weitgehend rituell prätendiertes, also nur möglicherweise nur vorgegebenes, aber das ist eben sozusagen part of the game. Es geht um ein Einverständnis von Emittent und Adressaten über Wahrheit und Richtigkeit des Gesagten. Ja, also hier wird gerade nicht etwas im Modus des Vorläufigen angesprochen, hier wird nicht, hier werden keine Vermutungen angestellt, sondern man verlässt sich auf das gemeinsame und geteilte Wissen, was als gültig ausgegeben wird. Ja? Und sprachliche Merkmale gibt es auch ganz bestimmt, dass ein gehobener Stil, Indikatoren von Feierlichkeiten und auch deutliche Anteile, wie er sagt, ethischen und expressiv-evolutiven Vokabulars. Ja? Das wäre Kleins Analyse und wir wollen versuchen, das anzuwenden auf eine Rede von Frank-Walter Steinmeier, die er hier in Dresden im Februar diesen Jahres gehalten hat, zum Anlass des 75-jährigen Jahrestags der Bombardierung von Dresden. Hier haben wir also genau diesen Zweiten Weltkrieg-Bezug. Und ich möchte mit Ihnen gerne was ausprobieren, und zwar die Social Reading App parasol.com, die so aussieht, wenn Sie sich eingeloggt haben, dann landen Sie hier auf dieser Startseite. Und ich habe hier den Text hinterlegt, um den es geht. Und Sie können dann hier durch das grüne Feld Work on Assignment diesen Text aufrufen. Sie finden dann hier so eine kleine Tour, die Ihnen das alles erklärt. Das klicke ich jetzt mal weg. Hier ist nochmal aufgeführt meine Analyseübung, was ich Sie bitte zu tun. Und Sie können jetzt hier durch den Text durchgehen. Und ich habe schon mal so exemplarisch schon mal zwei Stellen markiert, die mir aufgefallen sind bei der Lektüre. Wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie hier meinen Kommentar sehen. Steinmeier öffnet die Rede mit einem individuellen Erfahrungsbericht, unterstreicht so die persönliche Involviertheit und jetzt ganz speziell bezogen auf das, was Klein vorgeschlagen hat, habe ich mal diese Stelle markiert. Klein hat ja angegeben, die Grundfunktion politisch von Gedenkreden sei das gemeinsame Erinnern. Und interessant finde ich wirklich, dass Steinmeier hier sagt, wir gedenken. Denn mit dem kollektiven Personalpronomen wir ordnet Steinmeier die Zuhörenden und auch sich selbst in die Gruppe der Erinnernden ein. Ja, das wären jetzt mal nur zwei exemplarische Möglichkeiten. Sie können jetzt so vorgehen, dass Sie entweder meinen Kommentar hier kommentieren, indem Sie also hier draufklicken und hier Kommentar zum Kommentar schreiben, oder Sie können auch selbst eine Stelle markieren, einen Absatz oder auch nur einen Satz, ja, und können dann hier Ihre Analyse reinschreiben. Sie werden automatisch in kleinere Gruppen eingeteilt, dass Sie jetzt nicht die Kommentare von 30 anderen Studierenden sehen, sondern das sind jeweils 6er-Gruppen. Aber ich bin gespannt, wie Sie damit arbeiten können, ja, dass Sie dann gemeinsam sehen, was die anderen so
Schreiben und dass wir dann das Arbeiten am Text mithilfe digitaler Mittel jetzt wirklich auch die Analyse kollaborativ gestalten können. Das ist ein Test. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Noch ein Hinweis, Sie können hier dann auch alle einzelnen Kommentare, die es schon gibt, in einer Übersicht sehen und können sich dann hier so durchklicken. Probieren Sie es aus. Viel Spaß dabei. Das wäre es für heute. Ich danke. Tschüss.